Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession zu Avorion. Ich freue mich ja wieder ein bisschen, dieses Game endlich mal wieder zocken zu können. Ich weiß, auf YouTube gab es jetzt ein paar Tage kurz Avorion-Pause. Das hatte sehr viele private Gründe, die ich jetzt hier nicht erläutern muss. Aber nur so mal gesagt. Ich möchte mich verbeugend entschuldigen. Für alle, die sich so sehr darauf gefreut haben, neue Folgen zu sehen. Jetzt gibt's wieder welche. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los. Ich weiß nicht mehr gar nicht mal mehr so richtig, was wir machen wollten, um ehrlich zu sein. Denn es ist wirklich schon wieder ein paar Minütchen her, dass ich gezoggelt habe. Ich glaube, wenn ich hier gerade die Station so sehe, glaube ich, dass ich Sachen raffinieren wollte. Habe ich überhaupt? Ja, doch, ich habe das Lager voll, genau. Dann gehen wir mal raffinieren. Oder war das Le Gate? Also war das hier Docking Gate noch, wo ich nichts an der Station machen konnte? Oh, warte mal, halt, stopp. So, gedockt. Ja, du musst an der Station angedockt sein. Ich bin angedockt. Ja, das ist die böse Station. Dann suchen wir mal eine neue Ressourcenstation. Die ist irgendwie broken, glaube ich. I don't know. Oder die Swizzer-Gilde mag uns einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. I don't know. Ich muss erstmal wieder ein bisschen mit die Steuerung klarkommen, ne? Wieder Dinge gucken. Jo, Alter. The Flying Cannon. Sehr schön. Eine neue Lieferung heute 61. Was? Morgen? Was? Ja, gut. Was passiert denn da hinten gerade? Wie war nochmal Boost? Ah, ja, so. Erstmal wieder an alles reinkommen. Man kennt's ja, wenn man ein Spiel eine Weile nicht gespielt hat, dann hat man ja diese Probleme mit der Steuerung. Wie war nochmal was? Wie, wo, wann? Naja, man kennt's ja. So, ach, das sind gar keine Laser. Ich dachte, warte mal, wir waren nochmal. Wie konnte ich nochmal alt? Nee, alt war das. Nee, shit. Wie konnte ich nochmal ranzoomen? Nee. Oh, damn. Ich weiß nicht mehr, wie man ranzoomen konnte. Nee. Nee. Verdammt. Steuerung. Das war Maus. Was war das? War das nicht mit Alt und dann. Nee, das ist einfach nur ganz normal. Kamera verstellen. Rechtsklick. Ah, Rechtsklick war das. Genau. Rechtsklick, Mausrad. So sieht's aus. So konnte man zoomen. Okay. Wir gucken mal auf die Mappe. Wir schauen mal, was macht unsere Lady? Unsere Lady ist fleißig am Minern. Was baut die denn aktuell? 6 Stunden. Aha, fleißig am Titan abminern. Zusätzlicher Bonus durch Bergbausystem. Bergbausysteme haben in Gebieten mit wenigen Ressourcen den größten Einfluss. Aha. Gut, mag ja sein. Okay. Was haben wir hier? Alkoholschule. Ach ja, wir hatten ja noch ein paar Quests offen. Waffenlieferung, Drogengeschäft, Suche und Bergung. Suche und Bergung, Suche und Bergung, Notruf. Warte mal, was war das? Nee, Tab ist durchklicken. Warte mal, P war das, ne? Nee, P ist persönlich. Doch, hier, Mission, genau. Suche und Bergung, Notruf. Ja, weißt du. Weiße Notruf. Wir haben noch der Einsiedler. Ah ja, das ist ein gutes Stück weg noch, ne? Genau, das ist noch ein gutes Stück weg. Dann Alkoholschmuggel. Ah ja, das war ja da oben. Huch. Rechtsklick, genau. Dann haben wir hier noch Operation Exodus. Da weiß ich noch gar nicht, was es damit auf sich hat. Irgendwelche Koordinaten. I don't know. Ja, gut. Ja, schön. Okay, dann würde ich sagen, einfach mal zum Starten, dass wir mal einen Notruf verfolgen. Wir nehmen mal das Gate Richtung Süden. Warte mal, wo ist es? Richtung Süden. Das nehmen wir mal. Da hinten. Auf geht's. Volles Karacho nach vorne.
Wie sieht eigentlich unser, ganz kurz, wie sieht denn eigentlich unser, ach, 30.000 Naonit. Wir könnten natürlich gucken, wir müssten auf jeden Fall mal die Lady mit Naonit-Lasern oder sowas ausstatten, dass wir da ordentlich mal Naonit farmen können mit der Lady. Da ist Naonit. Ach, wisst ihr, wenn wir gerade da sind. Hua, so. Hua. Haben wir Bergbaulaser überhaupt drauf? Oh, haben wir die überhaupt aktiviert? Oder, was hatten die? Ich drücke schon wieder alt. Was haben wir eigentlich drauf aktuell? Abwracklaser ist die 3. Bergbaulaser. Ach, das sind auch Airlaser. Naja, gut, da kriegen wir halt ein bisschen mehr raus. Ist die 2. Dann machen wir das mal schnell. Oh, ich bin schon... Das Erste, was man macht, natürlich direkt Bergbau. Nice, super spannend zum Zuschauen. Aber das wird, denke ich mal, schon kein so allzu großes Problem sein. Denn worauf habt ihr euch denn nicht am meisten gefreut? Aufs Bergbauen natürlich. Schön, schön, schön. Oh. Oh nein, Lager ist voll. Oh Mann, okay, wir müssen auf jeden Fall... Wir gehen mal durchs Gate und wir müssen auf jeden Fall ein... Shit, wo ist das Gate jetzt? Das da war's? Süd, Südwest, genau. Müssen wir mal ein Ressourcendepot finden, an dem wir auch andocken können. Ah, wie doof, ey. Da findet man mal eins und dann sieht er, dann kann man da nicht rangehen. Flump. Wenn du einen Plündererkapitän suchst, solltest du an Schrottplätzen nachschauen. What? Ein Plündererkapitän? Ich lerne jeden Tag neu. So, gibt's hier ein es gibt ein Ressourcendepot. Nice. Ich hoffe, dass wir diesmal andocken können. Ansonsten haben wir irgendwie einen generellen Bug, der irgendwie doof ist. Das wäre nicht so gut. Halt. Uah. Ups. Beziehung verschlechtert. No! Und gleich so viel. Damn. Ach, so blöd, ey. So, Traktorstrahl. Wir sind angedockt. Ressource raffinerieren. Alle. Jawohl, jetzt geht's. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen aber generell mal unser Lager aufbessern. Ach Mann, das ärgert mich jetzt. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ganz kurz in den Baumodus und gucken mal, was wir so mit Naonit auf... Ob wir vielleicht sogar... Moment, man kann ja sogar das ganze Schiff anpassen und mit Naonit verbessern. Oh. Oh, das kostet uns aber auch echt alles Naonit. Könnte mehrere Geschütztürme entfernen. Ich wüsste nicht, warum. Wir verbessern ja im Grunde alles. Ah, und es gibt ja hier Panzerung noch. Die bleibt natürlich auf Titan. Ich bin ganz ehrlich, ich würde es machen. Komm. Wir verbrauchen dadurch dann auch grundsätzlich weniger Energie. Aber sonst ändert sich nicht viel. Okay, pass auf, wir machen mal Folgendes. Wir machen das mal nicht komplett. Wir machen mal die Triebwerke. Warte mal, mit Steuerung war das, ne? Genau, die Triebwerke werden wir mal upgraden mit Naonit. Das ist, denke ich mal, sinnvoll. Und die hier, die geben uns dann ein bisschen mehr Power. Das ergibt, glaube ich, Sinn. Haben wir noch mehr, was sinnvoll macht? Was sinnvoll ist? Nein, nicht du. Ich denke mal, das passt so, wenn wir erstmal nur das mit Naonit upgraden. Ausgewählte Blöcke nicht verschmelzen. Das geht doch, oder? Im sicheren Modus kannst du nicht versehentlich mehr als die ausgewählten Blöcke löschen. Ja, das ist gut. Farben. Hä, kann ich jetzt nicht sagen... Oh, damn, das geht nicht, ne? Das ist wieder das ganze Schiff. Und nur die ausgewählten... das Material ändern? Passe die Größe des aktuellen Blocks an... den Block unter dem Mauszeiger. Ja, ja. Form angleichen. Nee.
alle ausgewählten Blöcke umwalten, alle Blöcke des aktuellen Typs markieren. Ach, das ist ja cool. Okay, ich muss wahrscheinlich das hier machen. Und jetzt? Ah, und jetzt das auswählen und ja, nice. Okay, dann brauche ich jetzt wieder hier Triebwerk. Markieren. Sehr schön. Dann haben wir erstmal die wichtigsten Sachen verbessert. Bin ich jedenfalls der Meinung. Das können wir natürlich auch nochmal als Ursprungsblock. Nee, nee, nee. Es gibt keine Now-Need-Panzerung. Aber dann haben wir das mal jetzt in Now-Need-Quartiere umgeändert. Warum nicht? Dann können wir da nämlich auch Now-Need-Sachen draufballern. Und das hier müssten wir auch mal umformen in Now-Need-Fensterlose Hülle am besten, oder? Dann nehmen wir das. Oh nein! Oh damn! Steuerung Z. Was hatten wir denn für eine Dings genommen? Das hier? Ja, Tatsache, das war die. Sehr gut. Dann behalten wir nämlich die Form bei. Das finde ich ganz gut. Vielleicht machen wir das hier genauso. Ja, das passt schon. Irgendwie hat er sich jetzt aber die Farbe nicht geändert, ne? Ist jetzt nicht grün geworden oder so. Naja, gut. Nehme ich mal so hin. Nehmen wir noch hier Now-Need-Quartiere. Was haben wir hier? Noch mehr Quartiere. Die machen wir auch mal Now-Need. Einfach weil halt. So. Das sollte passen. Ach so, und vielleicht noch Frachtraum. Wird der dadurch größer? Ich guck mal. Also nee, Moment. Erstmal Frachtraum markieren. Now-Need Frachtraum. Nee, aber das ist halt ein leichteres Material. Na gut, haben wir ein bisschen gemacht. Jetzt machen wir mal Folgendes. Bevor ich jetzt hier Skalierung schrittweise, nee, ganzes Schiff anpassen. Jetzt machen wir einfach das ganze Schiff ein bisschen größer. Um 120%. Jo. Und vielleicht machen wir es immer noch größer. Noch ein Ticken größer, aber nicht uniform, sondern in die Länge mal ein bisschen. Oh, was? Nee, hä? Warum ist das auf 0? Okay. Moment, hä? 100? 100. Mach das jetzt. Moment. Hä? Gut, ich hätte gar nicht so viel Kohle, so viel Now-Need dafür. Nochmal kurz abbrechen. So, nochmal ganzes Schiff anpassen. So, jetzt ist er. Okay. Und ich möchte, dass die, nicht die Höhe, ich möchte, dass die Länge angepasst. Warum geht das hier nicht mehr? Kann ich das hier einfach eine Zahl eintippen? Nee. Ich kann es kleiner machen. Was ist das denn für ein Blödsinn? Wieso kann ich das denn jetzt hier nicht? Was ist das denn? Ich kann um 3% erhöhen. Warum nur so wenig? Okay, Moment. Ich gehe nochmal kurz raus aus dem Baumodus. Trinium. Ein andermal. Warte mal. So. Oh, was? Meilenstein freigeschaltet. Baue ein Schiff mit 6 Subsystemsockeln. Nice. Haben wir auch geschafft. Machen wir aber gleich weiter. Ich muss nochmal ganz kurz ins Baumenü. Ich will den nämlich ein bisschen größer machen. Dementsprechend haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Power. Aber auch mehr Es ist halt einfach cursed hier, ne? Also, ich kann halt. Das ist ein bisschen weird. Hm. Ja, gut. Und jetzt kann ich nur noch um 1%. Ich könnte halt hier reduzieren. Oh, ich habe, glaube ich, immer das Falsche gemacht, oder? Ich wollte es ja eigentlich länger machen. Jetzt mache ich es aber wieder kleiner, ne? Das kostet trotzdem Credits wie Sau. Das ergibt keinen Sinn für mich. Warum kann ich nicht einfach sagen, hey, mach größer? Very strange. Hm, schade.
Na gut, egal. Waffen sind nur alle dran. Jawohl, wir gucken uns die Subsysteme nochmal an. Das war bei M. M? Nee. Schiffsmenü, I. Subsysteme. Jawohl, wir haben ein weiteres Subsystem. Was ballern wir uns denn rein? Ja, also Kanonen haben wir ja, ne? Also Kanonen brauchen wir aktuell nicht. Ich würde gerne unsere Sprungreichweite erhöhen. Auch schön, Traktorstahl. Schnellladebatterie hat auch was. Das haben wir schon drin, ja. Hüllenpolarisierer. Auch schön. Handelssystem. Schild. Schild Impenetrator. Generation Epsilon. Schilde können nicht von Schüssen oder Torpedos durchdrungen werden. Haltbarkeit wird umgeleitet, um Schildmembran zu verstärken. Zeit bis Wiederaufladung nach Treffer ist erhöht. Interessant. Scannerbooster, Traktorstrahl, Beschleunigung, Batterie. Detektor. Ich hätte gerne Omineur-Klasse TR-Bergbausubsystem. Okay. Okay. Zeigt Menge an. Ah, okay, damit kann man sehen, was so in den Asteroiden drin ist. Ah, hier, das hier, ne? Aufdeckendes Hyperraumverstärker-Subsystem. Radarreichweite, Hyperraum. Nee. Ich will weiterspringen können. Aufladerate. Ich will weiter hüpfen können. Oh, auch schön, müssten wir eigentlich auch reinmachen. Ah, Mann, so viel. Chamäleon? Das hier müsste das doch sein, ne? Sprungreichweite, da, das ist es. Oh Mist. Plus 1,3 ist ja nicht sehr viel, ne? Gibt es hier vielleicht einen Händler, den wir mal kurz... Oh, falscher Knopf. Ich bin andere Spiele gewohnt gerade. Wir drücken mal N. Gucken wir, ob es hier ein... Es gibt keinen, ne? Reparaturdock. Handelsposten. Nee, leider nicht. Na gut. Oh, wir hätten... Oh, hier ist der Notruf auch gleich. Dann nehmen wir mal das Gate nach Südwesten. Da ist es. Gehen wir mal durch. Gucken wir mal, dass wir beim Händler mal was Gutes finden. Und dann ballern wir uns mal eine Sprungreichweitenerhöhung rein. Ist, glaube ich, ganz praktisch. Aber nur eine Sprungerhöhung finde ich ein bisschen lame. Muss ich ehrlich sein. Da würde ich gerne nochmal gucken. Aber wir machen 2300 Meter die Sekunde. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schneller sind als vorher. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Aber gut. Ah, jetzt langsam geht die Batterie zu Neige. Aber wir sind ja durch. Sweet and considerate heart. Come into my world, give me a spark. Dumb the land.